Hallo meine Lieben und willkommen hier wieder zu einem neuen Video von mir hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder was ganz anderes, denn es ist ja, wie ihr wisst, schon bald Zeit, da Schatzi und ich ja sozusagen von hier weggehen. Und ihr lest es ja schon eigentlich am Titel und ich erkläre euch oder sozusagen, ja, zeige euch hier so ein bisschen die Einblicke, wie unsere Airbnb-Wohnung aussieht, wenn wir dann dort sind. Aber wenn ihr dann wollt, wenn wir dann dort sind, sage ich erstmal so, dann eine Roomtour vor Ort mache, dann mache ich es auf jeden Fall gerne dann für euch. Aber ich zeige euch hier jetzt so halt in Bildern und erkläre es euch einfach so ein bisschen. Und ja, dann lege ich ja so schon mal ganz random los. Und zwar einfach mal schon mal so im Wohnzimmer. Naja, es ist sozusagen eigentlich recht klein gehalten alles, aber das reicht ja für uns, weil wir nur zu zweit dort sind. Also, ja, ich sage euch aber so schon mal, so Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und sowas ist alles in einem Raum. Aber das macht uns nichts aus, da wir ja, wie gesagt, alleine dort sind und eben nur zu zweit, dann reicht es ja auch für uns. Also, ja, starte ich so schon mal mit dem, nein, nicht mit dem Wohnzimmer, denn wenn ihr ja dann die Bilder seht, seht ihr ja dahinter, was, also hinter dem Sofa, eigentlich schon ein bisschen was, ja, wo man sich hinlegen kann. Und zwar erstmal unser Bett, unser kleiner Schlafbereich eben. Ja, das ist halt erstmal so da ganz hinten an der Wand mit zwei kleinen Schränken, was irgendwie echt süß so ausgestattet ist. Aber auch wenn wir so schon mal alles in den Bildern gesehen haben, das wurde ja sehr modern, so studiomäßig aufgebaut, finde ich. Also das steht ja auch natürlich da in der Beschreibung dran. Also sehr schön modern, finde ich. Und auch natürlich für das Geld, dass wir so ja natürlich ja bezahlen, ist schon etwas, aber ist erstmal dafür ja auch gerechtfertigt, denn es sieht sehr, sehr schön aus, sehr clean und modern eben gehalten, sage ich jetzt schon mal so. Ja, ist bestimmt sehr, sehr gemütlich da und ja, ich freue mich schon irgendwie sehr, wenn wir dann dort sind. Also so dann schon mal zu unserer kleinen Schlafecke. Also da kann man sich bestimmt dann sehr wohlfühlen. Also wohlfühlen. ja, also unsere Schlafecke ist sehr klein gehalten. Erstmal unser Bett in der Mitte, dann eben die zwei kleinen Nachtschränkchen an der Seite. Und ja, wenn ihr es vielleicht dann schon in dem einen Bild sieht, ist da ja auch neben dem Bett auch ein Fenster, wo man raussehen kann. Da ist noch natürlich eine schöne Aussicht raus auf so einen Garten. Ich weiß nicht, ob dann der Garten auch so zu uns so gehören würde oder zu allen, die da dann so in dem Bereich wohnen. Aber es sieht schon mal sehr, sehr schön aus, so ein bisschen in die Natur rauszuschauen. Ja, da fühlt man sich schon so ein bisschen wie sehr gut aufgehoben, sage ich jetzt erstmal. Also das bestimmt eine sehr schöne Aussicht. Ja, so schon mal dazu. Und dann gehe ich mal weiter sozusagen zu unserem kleinen, ja, Wohnbereich. Also vor uns ist ja sozusagen dann auch schon das Sofa, wenn wir ja sozusagen vom Bett weggehen würden und uns lieber hinsetzen. Ist da ja ein schönes blaues Sofa, wie ihr es ja auch dann hier gleich schon so an den Bildern seht. Auch gleich mit allem drum und dran. Mit einem Sideboard, wo das Fernseher draufsteht. Also das ist auch irgendwie schon mal ganz cool, dass da ein Fernseher ist. Aber wir werden es, glaube ich, nicht allzu viel nutzen. Vielleicht nur so ein bisschen für Netflix oder sowas anschauen. Aber naja, wir nehmen ja unsere Laptops und sonstiges mit. Naja, nur Laptops. PC oder sonstiges brauchen wir nicht. Außer er dann noch sein seine Konsole natürlich, falls er so ein bisschen zocken will natürlich. Ja, das kommt auf jeden Fall mit. Vielleicht nur so ein bisschen für Netflix, wenn wir das vielleicht so ein bisschen anschauen. Oder vielleicht auch ein bisschen, ja, portugiesische Serien wäre irgendwie auch mal ganz cool. Ja, also, und das Gute ist auch noch daran, das ist alles ja auch natürlich mit allem ausgestattet in der Wohnung, natürlich auch mit WLAN. Das ist ja auch noch natürlich das Wichtigste für uns. Vor allem ja dann auch noch, ich weiß nicht, ob er dann noch weitermachen will mit seinen Videos. Das wäre
eigentlich ja auch ganz cool, wenn wir dann beide so eine Reihe machen würden. Er macht mal ein Video dort für euch hier und auch mal ich so, vielleicht mal abwechselnd. Vielleicht, mal schauen. Ja. Ja. Wie gesagt, sonst könnte man ja eigentlich ja so dann auch keine Videos mehr machen, wenn wir dort in der Wohnung kein WLAN hätten. Aber das ist schon mal gut, dass das alles da all mit integriert ist. So. ja, genau. Also so schon mal zum kleinen Wohnbereich. Also ist auch sehr, sehr schön gehalten, recht klein. Reicht uns auch vollkommen. Ja. Und wenn ihr es auch schon da vielleicht in einem Bild sieht, ist da auch schon ein kleines Esstisch, wo auch vielleicht nur so zwei Plätze drauf sind. Aber ja, wir sind ja nur zu zweit und das reicht ja für uns ja. Und ja, mal sehen, wie viel auch wir dort kochen werden und sonstiges. Vielleicht können wir auch sehr viel essen. Mal schauen. Aber ich würde es mir schon gern wünschen, dass wir dann sehr viel so für uns kochen, mal ein bisschen mehr Gesundes und wir auch dort noch weiter so auf unsere Ernährung achten, natürlich. Da, wie ihr seht, ein kleines Esstisch und da gehen wir schon mal sozusagen natürlich in die Küche. Da ist sozusagen die Küche sozusagen offen gehalten, auch recht klein, schlicht, aber auch sehr, sehr schön. Da würde es eigentlich dann auch reichen, wenn einer so von uns kocht. Aber ja, mal sehen, wie wir das alles so meistern werden. Da ist auch alles natürlich mit drin ausgestattet in der Küche mit einen kleinen Mixer, falls ihr es da in dem Bereich seht, wo die Spüle ist, mit einem Wasserkocher soll es auch noch drin sein, falls ihr es gesehen habt. Und falls man es da nicht ganz so erkennen kann, ist, oder ja, bei uns bei der Beschreibung steht da auch, da ist ein kleiner Ofen dabei und auch noch natürlich ein Kühlschrank und einen kleinen, wie heißt das? Gefrierschrank oder Gefriertruhe, was auch irgendwie ganz cool ist. So können wir auch alles drin reintun natürlich, wenn wir was gebrauchen könnten. Und ja, Mixer ist auch irgendwie ganz cool, dass wir es dort haben, denn dann will ich dann auch anfangen, dort die ganze Zeit Smoothies und sonstiges zu machen. Das wäre mir irgendwie wichtig. Ja, mit allem Besteck und sonstiges, Küchenutensilien und sonstiges ist da auch ja schon alles ja drin. Da muss man ja eigentlich ja nichts machen. Ja, wie gesagt, die Küche ist auch sehr, sehr schön gehalten, recht klein, aber wie gesagt, alles in einem Raum ist halt immer halt so klein gehalten. Aber für uns reicht es, wie gesagt. Ja, dann geht man auch schon sozusagen dann zum. Wie heißt das denn? zum Badezimmer. Das ist auch sehr, sehr schön gemacht worden. Auch so alles sehr clean gehalten, sehr schön modern. Ich könnte mich auch sehr, sehr drin wohlfühlen. Da ist aber nur eine Dusche, also das reicht ja auch natürlich. Also baden würde man dort in Madeira ja nicht wirklich, denn so wie das Wetter ja immer dort ist, braucht man sich einfach nur kurz so abzuduschen und sonstiges und das reicht vollkommen. So eine Dusche ist auch groß, würde ich mal sagen, für meine Verhältnisse, denn ja, ihr wisst ja, ich habe ja bei mir hier keine Dusche und ja, also diese Dusche sieht auch sehr, sehr schön aus, ist mit schönen Fliesen eingelegt, finde ich auch echt super. Und dort ist auch schon eigentlich ja alles ausgestattet mit Handtüchern und sonstiges, wohl mit Föhn und sonstiges. So was man so für den alltäglichen Gebrauch ja auch nutzen würde. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und ja, da bin ich auch dann sehr, wie gesagt, gespannt drauf, wie alles so in echt aussieht. Denn ja, es fehlt nicht mehr allzu lange und eigentlich ist ja auch schon bald das Jahr rum. Und ja. Bin sehr gespannt drauf, wie das alles dann so abläuft. Und ich kann mich kaum noch so zurückhalten, weil ich freue mich einfach echt riesig. Und ja, aber jetzt noch zu guter Letzt zeige ich hier auch noch das Bild mit dem, wo eigentlich ja nur so da eine Tür drin ist und an der Seite des Bildes seht ihr vielleicht so Wandschränke, da wo wir alles dann drin verstauen können, was auch echt gut ist. So unsere ganzen Klamotten und sonstiges. Und ich glaube, da wo die Tür dann entlang ist, ist dann auch die Waschmaschine, wo wir alles dann selber
eben sauber und waschen können. Also sauber machen und waschen können. So in dem Sinne. Ja, so ist es eigentlich auch schon mal perfekt für uns alles mit drin, was wir so erstmal für den Start gebrauchen könnten. Dann mal schauen, wie es dann so sein wird, wenn wir uns da eine eigene Wohnung dann zulegen würden. Oder vielleicht kann man da auch verhandeln und wir würden da immer noch weiter wohnen. Das ist da eigentlich ja machbar dort. Bin mal sehr gespannt. Ja, also bin gespannt, was ihr so zu der Wohnung vielleicht so sagen könntet oder vielleicht wollt. Ihr könnt es mir ja gerne unten in die Kommentare schreiben. Also so vom Stil her würde ich auch generell meine eigene Wohnung auch dann auch gestalten. Also ja, bin auf jeden Fall auf die nächste Zeit sehr gespannt. Und ja, falls euch hier das kleine Video hier gefallen hat zu dem Einblick, wie unsere Wohnung sozusagen aussehen wird, wenn wir dort dann sind, also zum Airbnb-Wohnung. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr in so einer kleinen Wohnung leben würdet, vielleicht. Falls ihr nur zwei Personen wäret und dort wohnen würdet. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video hier gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich auch natürlich gerne. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein, ja, Abo da lässt eben. Und auch nicht zu vergessen, die Glocke daneben noch zu aktivieren. So bekommt ihr immer die Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video online stelle. Und schaut auch gerne auf Instagram oder TikTok vorbei. Dort versuche ich hin und wieder mal Sachen zu posten und auch aktiv für euch zu sein. Also schaut auf jeden Fall gerne rein. Und ja, ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann in meinen nächsten Videos dann wieder. Bye!